Hallo liebe Pompom-Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute soll es um ein Chamäleon gehen. Das hat den Ursprung, dass ich einem YouTuber namens Ben & Paper, besucht gerne mal seinen Kanal, ganz toller Pen & Paper Spieler, leitet und spielt ganz tolle Runden. Den habe ich gefragt, was sein Lieblingstier ist und er meinte, sein All-Time-Favorite wäre ein Chamäleon. Also habe ich mich herangesetzt und habe mal versucht, ein Chamäleon zu machen. Ich finde, das Ergebnis ist ziemlich ansehnlich. Wenn er es möchte, schicke ich ihm das auch gerne zu. Dann hat er das hinten bei sich zu stehen in seinem Schränkchen. Wenn nicht, dann stelle ich es halt zu meinen Pompom-Figuren. Die freuen sich immer über einen neuen Besuch. Aber wie wir das jetzt hier angefertigt haben, das seht ihr jetzt. Viel Spaß. Willkommen im Planungsteil. Jetzt gehen wir mal durch, welche Materialien wir heute brauchen. Und ich sage es gleich, es werden ein paar andere sein, als es normalerweise ist. Unter anderem einen dünnen Draht. Ihr könnt dafür einen Blumendraht nehmen oder irgendwas anderes, was euch beliebt. Das ist nachher für die Beine und den Schwanz, damit man die auch etwas bewegen kann und sie in der Position dann auch bleiben. Dann natürlich, wie immer, unsere lange Nadel, eine Gabel, das ist heute unser Pompom-Maker, sowie eine Schere, etwas dünnen schwarzen Faden, sowie der Faden zum Festwickeln des Pompoms. Außerdem brauchen wir natürlich einen Pompom-Maker in groß. Ja, wir machen beide Pompoms in groß. Dann brauchen wir eine Wolle. Das ist ein Chamäleon. Ihr könnt euch aussuchen, welcher Farbe ihr es machen wollt. Ich habe mich für Türkis entschieden mit einem helleren Türkiston, sowie, um ein Muster reinzubekommen, noch ein helles Grün. Außerdem darf nicht fehlen unsere Filznadel. Und wie wir jetzt das Ganze zusammenbekommen, das zeige ich euch jetzt. Wir starten als erstes mit dem Kopf. Dafür schauen wir jetzt nochmal etwas genauer auf unseren Plan. Hier diesen Teil werden wir mit dem helleren Türkis umwickeln, wobei wir darauf achten, dass wir in dem oberen Teil, hier so in dem Bereich, so leicht nach der Hälfte, etwas weniger wickeln, um genug Platz zu lassen, um das dunkle Türkis rüberwickeln zu können. Dadurch werden dann so diese Wangen etwas hervorgehoben. Ich habe hier einen kleinen Fehler gemacht, den habe ich aber wieder wegradiert quasi. Wir wickeln hier dann wieder das helle Türkis rüber, ja, es soll nicht das dunkle sein, das endet hier an dieser Stelle. Weiterhin werden wir anschließend hier natürlich erstmal das dunkle Türkis rüberwickeln, damit diese Wange entsteht. Dann werden wir auf der anderen Seite hier ein Stückchen freilassen und hier das dunkle Türkis wickeln, bis es so voll ist, wie wir es haben wollen. Anschließend werden wir dann eine dünne Schicht schwarz von hier aus, wir müssen unbedingt bei den Pompom-Maker berühren, hier rüberwickeln über das dunkle Türkis und anschließend noch eine Schicht von dem hellen Türkis drüber. Auch hier sollte es dann den Pompom-Maker am Ende berühren. Damit wollen wir jetzt erstmal anfangen. Ganz wichtig, das ungefähr bis zur Hälfte, vielleicht ein bisschen drüber. Da werden wir mal sehen. Los geht's. Sobald ihr etwa das so hier habt, dass ihr in der Mitte so eine Art Kuhle habt, ja, in dem Bereich, nehmt ihr euch das dunkle Türkis und wickelt hier herum. Wenn ihr das habt, wenden wir uns der gegenüberliegenden Seite zu und werden jetzt als allererstes mal alles schön vollwickeln. Achtet wie gesagt darauf, nachdem welche Seite ihr jetzt natürlich genommen habt, dass ihr hier in dem Fall die Seite, ja, hier, nicht bis zum Ende wickelt, sondern hier so ein bisschen Platz lasst, dass ein heller schwarzer Faden und auch der hell türkise Faden da noch drüber kann. Sobald ihr das habt, nehmt ihr euch als nächstes den schwarzen Faden als erstes und dann wickeln wir ihn jetzt von hier an, hier immer bis ungefähr zur Hälfte drüber hinweg. Wenn jetzt hier ein paar Lücken dazwischen sind, ist das nicht so schlimm. Wenn wir es nachher auseinanderschneiden, dann können wir den schwarzen Faden auch noch ein bisschen korrigieren in der Position. Zum Abschluss kommt jetzt noch einmal etwas von dem helltürkisen Faden über den schwarzen. Wickelt hier so, dass der türkise Faden ein bisschen später endet als der schwarze. Das sind jetzt hier diese Wangenteile, die ich vorhin angesagt habe. Hier werden wir jetzt gleich den Mund ausarbeiten und die Form des Kopfes anpassen. Dabei achten wir darauf, dass wir das hier hinten gleich zu so einer Art Kamm machen wollen und das hier vorne
dann ja, die Spitze vom Kopf ist. Das heißt, wir werden jetzt hier möglichst viel einschneiden, hier auch. Das hier versuchen wir stehen zu lassen und das alles so in einer Art Dreiecksform nach vorne zu machen. Am stärksten wird natürlich an den Seiten eingeschnitten. Aber auch hier sollte es eine leicht schräge Form ergeben. Los geht's. Wenn wir das jetzt erstmal im Groben haben, dann können wir jetzt hier anfangen so zu schneiden, dass wir in dem äußeren Teil hier und dort etwas mehr wegschneiden und in der Mitte stehen lassen, sodass hier so eine Art Brustkamm und Hals entsteht. Wenn wir jetzt erstmal den Formschnitt hingekriegt haben, müssen wir jetzt die Fäden sortieren und ein bisschen befestigen, sodass sie dort bleiben, wo wir sie haben wollen. Dafür nehmen wir uns jetzt eine feine Filznadel und kümmern uns als allererstes mal um den Kamm hier oben. Den werden wir jetzt einfach befestigen, sodass er so ein bisschen in der Form bleibt, die wir wollen. Und dann gucken wir weiter, dass wir den noch ein bisschen mehr in die Form schneiden, die wir dann letztendlich brauchen. Jetzt so ein bisschen in die Form eingekommen seid, könnt ihr das Ganze auch noch verdichten, indem ihr die mit der groben Filznadel auch nochmal durchgeht und das Ganze nochmal so an die Position befestigt, die es haben soll. Zum Schluss schneiden wir das jetzt nochmal so hin, wie wir das brauchen und haben wollen. Wenn der Kamm in der Form ist, die ihr haben wollt, können wir uns als nächstes um den Mund kümmern. Hier werden wir jetzt auch wieder mit der feinen Filznadel arbeiten und als allererstes mal die Fäden uns dorthin sortieren, wo wir sie haben wollen. Ich möchte gerne, dass diese Mundpartie möglichst lang ist und dann so leicht nach oben geht, abgesetzt dann durch diesen schwarzen Faden, der das Ganze ein bisschen abtrennt. Wenn ihr jetzt erstmal grob alles strukturiert habt, versucht ihr das dann mit der feinen Filznadel an die Position zu befestigen, die mir schön tief unten einstecht und dafür sorgt, dass dann der schwarze Faden nicht mehr so hin und her rutschen kann. Alles einigermaßen befestigt, macht jetzt nochmal den letzten Formschnitt und dann ist der Kopf erstmal fertig. Sind wir mit dem Kopf fertig, wollen wir uns als nächstes um den Körper kümmern. Gucken wir uns zunächst den Plan an. Wir fangen damit an, dass wir den Bauchteil wickeln. Hierbei ist zu beachten, dass wir versuchen, den möglichst gleich groß zu machen, weil wir werden hier wieder diese Technik verwenden, dass wir in der Mitte viel wickeln und am Rand wenig, um letzten Endes so eine Art ovale, längliche Form hinzubekommen. Das Chamäleon hat ja einen relativ schmalen, länglichen Körper und deswegen wollen wir den nicht zu groß und plump machen, sondern möglichst länglich. Wenn wir das jetzt aber so auf diese Art und Weise machen, dann spaltet sich das nachher hier auf und trifft sich hier an diesem Punkt. Deswegen sollten diese beiden möglichst gleich nah sein. Sonst haben wir hier ein hellblaues, was irgendwo weiter unten endet, als auf der anderen Seite. Sobald wir das helle Türkis hier gewickelt haben, fangen wir an mit einem Tupfergrün, den wir in die Mitte setzen. Wir werden das helle Türkis nicht ganz bis zur Mitte setzen, sondern ein bisschen weiter hier vorne aufhören. Und anschließend werden wir damit eine Schicht dunkles Türkis rüberwickeln und dann wieder ein Tupfergrün setzen, wieder dunkles Türkis und so weiter und so fort,
bis wir zufrieden sind. Das könnten vielleicht sogar mehr als 3 Punkte werden, die wir dann letzten Endes haben, um so eine Art Seitenstreifen darzustellen. Hier habe ich erstmal mit 3 gearbeitet, um zu sehen, wie weit wir dann überhaupt kommen. Dasselbe machen wir auch auf der anderen Seite, sodass es dann wieder auf beiden Seiten aufgeht und zu sehen ist. Fangen wir am besten einfach an. Als nächstes setzen wir den grünen Punkt. Hierbei achten wir darauf, dass wir etwa 10-mal rumwickeln. Wenn wir das jetzt hier 10-mal rumwickeln, müssen wir es an den anderen Punkten jeweils 20-mal darum wickeln. Weil, wenn wir jetzt hier in der Mitte das machen, wird nachher, wenn wir es aufschneiden, hier immer, so wie hier jetzt, aufschneiden, 2 Fäden nebeneinander liegen. Das heißt, wenn wir jetzt 10 Umdrehungen machen, haben wir nachher 20 Fäden nebeneinander. Und damit die anderen gleich groß sind wie dieser, müssen wir entsprechend doppelt so viele machen. Jetzt arbeiten wir weiter mit der Schicht. Und tschüss. Dunkles Türkis. Könnt ihr jetzt hier nochmal dazwischen setzen, damit es so ein bisschen abgegrenzt ist voneinander. Und anschließend wickeln wir dann den Rest voll. Hier habe ich jetzt 20-mal drum gewickelt. Weil wenn wir das jetzt hier auseinanderschneiden, dann ist hier noch diese Schicht dunkles Türkis dazwischen. Dann brauchen wir halt 20 auf der Seite, 20 auf der Seite. Die sind dann separiert. An dem Punkt haben wir jetzt den hellblauen Teil oder den helltürkisen Teil ein bisschen überwickelt. Ist nicht so schlimm. Aber ich würde jetzt nochmal ein bisschen mit dem Türkis von dem Hellen nacharbeiten, damit es ungefähr einen sauberen Übergang gibt und ungefähr auf derselben Höhe ist. Ich würde jetzt hier einen letzten, 4. Punkt grün noch aufsetzen und dann mit dem dunklen Türkis abschließen. Das gleiche machen wir jetzt auf der anderen Seite genauso. Habt ihr beide Seiten nach dem gleichen Schema umwickelt, schneiden wir alles auf und gucken, ob das, was wir gemacht haben, funktioniert hat. Das mit dem Bogen hat schon mal ganz gut geklappt. Jetzt werden wir versuchen, das noch so zu machen, dass hier der Bauchteil so bleibt und hier die Seiten vor allem gekürzt werden. Und hier vorne werden wir gucken, dass wir das nur das Nötigste wegschneiden und anschließend alles verdichten, damit wir dann anschließend den Kopf hier vorne ran machen können. Los geht's. Jetzt nehmen wir uns eine Filznadel und werden den Rückenteil ein bisschen zusammenstauchen, damit er hier stabil bleibt, ebenso hier ein bisschen beim Bauch. Und vor allem die Enden, damit die dann nachher auch den Kopf fassen können. Dafür nehmen wir uns zunächst die feine Filznadel, gehen damit durch und dann arbeiten wir mit der groben Filznadel hinterher.
Habt ihr jetzt die Feinpartien alle herausgearbeitet, könnt ihr jetzt die Grobfilznarben nehmen, um diese Teile hier zu verfestigen. Dabei könnt ihr euch schon mal aussuchen, welche Seite wird wahrscheinlich eher zum Kopf hingehen. Wird wahrscheinlich die hier sein bei mir. Die so ein bisschen weiter raussteht oder wo mehr übrig geblieben ist, kann man ruhig für den Hals teilnehmen. Weil nachher drückt man den Kopf hier noch so, meine Güte, ich hatte den falsch rum, hier rein und da sollte ein bisschen was dagegen halten. Den Körper fertig, befestigen wir sogleich den Kopf daran. Körper fertig, kümmern wir uns als nächstes um die Gliedmaßen. Wie schon eingangs gesagt, brauchen wir dafür Draht in etwa 50 cm, Blumendraht plus minus. Als allererstes wollen wir uns um den Schwanz kümmern. Dafür helfen wir den Draht und drehen ihn ein wenig ein, da an Stabilität gewinnt. Als nächstes umwickeln wir ihn mit derselben Farbe, mit der wir auch das Chamäleon, den Körper, umwickelt haben, nämlich mit dem dunklen Türkis, und achten darauf, dass hier am einen Ende ist es breiter und am anderen Ende wird es halt immer schmaler. Los geht's! Das der Punkt ist, den ihr benutzt, um ihn an den Körper ranzumachen, wickelt nicht ganz bis zum Ende, sondern hört kurz vorher auf. Jetzt hier auch darauf achten, dass ihr, wenn ihr jetzt hier zum Schwanzspitze kommt, immer weniger nach hier vorne wickelt, sondern immer früher aufhört und auf die andere Seite wieder zurückkehrt. Nachdem ihr jetzt die ersten paar Schichten gewickelt habt, solltet ihr ganz unbedingt die Enden absichern, indem ihr mit der feinen Filznadel hier ein bisschen staucht, damit es nicht hier rüberrutschen kann, sobald der Druck sich erhöht. Jetzt solltet ihr einmal mit der feinen Filznadel durch den Schwanz mal durchgehen. Achtet darauf, dass ihr es nicht zu fest filzt, damit es noch so ein bisschen weich bleibt, aber auf keinen Fall so, dass es verrutschen kann. Nutzt auch gleich mal die Gelegenheit und filzt die losen Fäden rein, die irgendwo noch rausstehen.
seid ihr mit dem Schwanz fertig, könnt ihr den jetzt noch etwas erweitern mit den grünen Punkten, die jetzt an der Seite waren. Deswegen müsst ihr euch jetzt entscheiden, wo ist links und wo ist rechts. Und dann nehmt ihr euch nochmal den grünen Faden und fangt dann hier an der Stelle, steckt so ein bisschen rein, guckt, wie weit der da herausguckt, fangt dann hier einen Zentimeter etwa weiter an, kleine Punkte zu machen, werdet immer kleiner, wenn ihr zur Schwanzspitze kommt. Bei zwei Drittel würde ich aufhören und dann macht ihr einfach das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Seid ihr mit den Punkten auf beiden Seiten fertig, können wir uns gleich um den nächsten Schritt kümmern. Aber eine kleine Sache noch, achtet bitte am Ende und an dem Ende hier darauf, dass ihr das möglichst dicht filzt, damit es hier nicht irgendwie runterrutscht. Ja? Also im Zweifelsfall filzt ihr nochmal mit der groben Filznadel lieber noch einmal nach, genauso wie hier der Rest dazwischen, wie ich es bereits gezeigt habe, und dann sollte das gut halten. Dann ist der Schwanz auch schon fertig. Den könnt ihr auch mal probieren durch den Draht. Geht das ja jetzt ganz gut. Könnt ihr das mal so ein bisschen eindrehen, mal so ein bisschen ranhalten. Da bekommt das Chamäleon auch schon etwas mehr Charakter und Form. Im nächsten Schritt wollen wir uns um die Beine kümmern. Dafür nehmen wir uns noch einmal diesen Draht und etwa bei 10 cm machen wir hier so eine Art kleinen Knick rein und formen dann daraus einen C, indem wir hier so einen Bogen machen. Das wird dann hier drüber gelegt, dann zweimal verzwirbelt. Anschließend gehen wir hier rum und formen einen zweiten C. Dieselbe Art und Weise hier rumlegen und dann zweimal verzwirbeln. Und sobald ihr das habt, macht ihr jetzt nochmal hier hinten einen dritten C. Der wird zweimal verzwirbelt. Den restlichen Draht nutzt ihr jetzt dafür, um hier nochmal nach oben zu wickeln, um der ganzen Sache noch etwas mehr Stabilität zu geben. Und das, was jetzt übrig bleibt, das schneidet ihr einfach ab. Jetzt nehmt ihr euch wieder eure Wolle, die ihr auch für den Körper benutzt habt. Und dann wird das so wie der Schwanz auch umwickelt. Das hier soll ein vorderes Bein werden. Deswegen machen wir das relativ dünn, aber von hier etwas schmaler zugehend hier hin. Und wir fangen so an, dass wir als erstes hier rüber wickeln. Anschließend werden wir die Zehen umwickeln. Ja, die können schön breit sein. Und wenn wir das haben, wickeln wir wieder hoch und den Rest vom Bein. Los geht's. Wenn ihr bei den Zehen angelangt seid, nehmt euch hin wieder mal die feine Filznadel und sichert die Enden, damit die hier nicht abrutschen vom glatten Draht. Wenn ihr das erstmal so umwickelt habt, dann ist es Zeit, das alles wieder, wie beim Schwanz auch, zu sichern, durchzufilzen und dann werden davon insgesamt 4 Stück angefertigt. Aber dazu gleich. Habt ihr das jetzt erstmal so gesichert, dass hier nichts mehr verrutschen kann? Dann könnt ihr das Ganze noch ein bisschen verdichten, indem ihr zum Beispiel die grobe Filznadel nehmt und noch einmal hier an manchen Stellen so ein bisschen reinpiekst.
Wenn ihr wollt, könnt ihr da natürlich als Hilfe dafür noch als Unterlage irgendwas benutzen, zum Beispiel ein Filzkissen. Das soll hier, denke ich mal, an der Stelle erstmal reichen. Das hier soll, wie gesagt, ein Vorderbeinchen sein. Deswegen müssen wir hier das nach hinten knicken. Das wird dann entsprechend hier vorne angebracht. Davon fertigt ihr natürlich ein zweites an. Hier kommt es auf beide Seiten. Zusätzlich dazu natürlich noch zwei Hinterbeine. Die werden, wie gesagt, auf dieselbe Art und Weise hergestellt. Nur vielleicht 2 cm länger den Draht machen und dann den Knick nach vorne wie ein Knie. Und dann wird das möglichst weit hinten rangemacht und die nach vorne. Und dann kann das Kamel dann sich durch die Äste schwingen. Das alles wollen wir jetzt erstmal festmachen. Meistens entsteht jetzt dadurch, dass wir jetzt hier festgenäht haben, so eine Art kleine Kuhle. Und dafür können wir jetzt die Fäden benutzen, die wir jetzt gerade noch abgeschnitten haben, die Enden, und füllen damit die Kuhle so auf, dass man das nicht mehr so sieht. So, dann als nächstes die Beinchen. Bei den hinteren Beinchen müssen wir darauf achten, dass sie im Prinzip dort an dem Körper dran sind, wo der Schwanz endet. Soweit so gut mit dem Chamäleon. Aber eine Sache fehlt noch. Und zwar habt ihr euch doch bestimmt jetzt die ganze Zeit gefragt, ja, ist alles schön und gut, aber wo braucht man denn jetzt die Gabel? Ja, die brauchen wir jetzt für den letzten finalen Schritt. Und zwar die Augen. Das Chamäleon hat relativ große Augen, aber zu groß dürfen die auch nicht sein. Und die Pop-Pop-Maker, die ich habe, die machen es zu groß. Deswegen nehmen wir uns jetzt ein bisschen was von dem Grün und ein bisschen schwarze Wolle. Die schwarze Wolle wickeln wir jetzt etwa 5-mal hier rum. Daraus wird dann die Pupille. Anschließend nehmen wir uns die grüne Wolle, wie gesagt, und wickeln jetzt hier etwa 90 bis 100 Mal um das Schwarz herum. Kann dann hier an der Stelle ruhig ein bisschen dicker sein. Hauptsache, es wird einigermaßen gleichmäßig gewickelt. Und im Gegensatz zu normalen Pompons müssen wir jetzt als erstes natürlich den Faden durchwickeln und anschließend den Pompon aufschneiden. Nachdem ihr es jetzt habt, könnt ihr euch eine Seite aussuchen, mit der ihr dann, was jetzt vorne sein soll, und die andere Seite wird dann an dem Kopf dran sein, wenn wir das Auge hier festmachen. Und ich würde sagen, wir nehmen das hier, das ist schön rund, das ist irgendwie hier quer gezogen. Wir können das jetzt erstmal schneiden und anschließend noch ein bisschen mit der Filznadel bearbeiten, dass es noch ein bisschen mehr Form annimmt. Versucht dabei, so eine Art Kegelform hinzubekommen. Also hier möglichst
eng zusammen und unten möglichst breit. Habt ihr ein Auge fertig? Macht ihr natürlich ein zweites. Die beiden werden jetzt noch an den Kopf rangemacht und dann ist unser Chamäleon fertig. Sollte euch die Pupille jetzt dadurch zu klein geworden sein, dass ihr den Faden dadurch gezogen habt, mir ist es jedenfalls so, könnt ihr euch einfach nochmal schwarze Wolle nehmen und einfach hier ein paar Fäden nochmal reinfilzen. Im finalen Schritt könnt ihr nochmal alle Fäden zurechtschneiden, die ihr gerne wollt, sodass es von der Form her passt. Und dann ist unser Chamäleon auch schon fertig. Der Ben hat sich ja ein grün-türkises Chamäleon vorgestellt. Welche Farbe hätte denn euer Lieblingschamäleon? Schreibt es doch mal in die Kommentare. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bastelt doch mal euer eigenes kleines Chamäleon. Vielleicht auch ein, zwei Nummern klein oder größer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.